guten Tag, mein Name ist Jessica Posel. Ich bin Referentin hier im Alliiertenmuseum. Das heißt, ich bin hier für die Bildungsprogramme zuständig, mache zusammen mit meinen Kollegen Führungen, Seminare für Schulklassen, Reisegruppen und andere. Da das hier im Augenblick nicht möglich ist, möchte ich Ihnen aber heute eines meiner Lieblingsobjekte hier in der Ausstellung vorstellen. Und eines meiner absoluten Lieblingsobjekte ist dieses Satellitenbild, was Sie hier sehen. Es wurde uns von der CIA geschenkt. Das ist ein Bild von 1965 und es ist Teil des amerikanischen Satellitenprogramms Corona. Ja, das hieß tatsächlich so, auch wenn es einen in den heutigen Zeiten etwas irritiert, aber dieses Programm hieß Corona. Dieses Bild hier, was Sie sehen, zeigt die Stadtgrenzen von Berlin von 1920. Die blaue Linie ist die Stadtgrenze von Berlin, so mehr oder weniger bis heute, natürlich nicht komplett, aber so im Großen und Ganzen kann man sich schon vorstellen, dass auch heute jenseits dieser blauen Linie Brandenburg ist. Und ansonsten sehen Sie die verschiedenen Teile von Berlin, den französischen, den britischen, den amerikanischen Teil. Sie sehen die rote Linie, die die Berliner Mauer ist. Und auf der anderen Seite sehen Sie den sowjetischen Teil. Wenn Sie mal da gucken, wo die Nummer 3 ist, dieses kleine Fähnchen, das ist der französische Teil von Berlin und da sehen Sie das französische Hauptquartier. Der britische Teil, man kann sich gut orientieren daran, hier ist die Straße des 17. Juni, das Fähnchen mit der Nummer 2 ist das britische Hauptquartier und dann sehen Sie den großen amerikanischen Teil mit dem Flughafen Tempelhof zur Orientierung und wo die Nummer 1 ist, da war das amerikanische Hauptquartier. Unser Museum befindet sich direkt daneben, können Sie auch dieses kleine Fähnchen sehen. Ich finde dieses Bild aber vor allem spannend wegen den gelben Plättchen. Die gelben Plättchen zeigen Ihnen sowjetische Präsenzen und Präsenzen der NVA vor allem und damit die militärische Präsenz in und um Berlin, in Berlin, dann vor allem für den Osten, natürlich um West-Berlin herum und diese klaustrophobische Situation, in der sich West-Berlin befand, komplett eingeschlossen zu sein vom Feind in Anführungsstrichen. Einige der gelben Plättchen sind aber auch Verweise auf die militärischen Verbindungsmissionen. Orte, die von den Alliierten zur Aufklärung benutzt wurden, aber durchaus auch für militärische Spionage.